Ja, also wir haben ein Fach in der Schule belegt, das nennt sich Studien- und Berufsorientierung, wo wir auf unser zukünftiges Leben nach der Schule vorbereitet werden sollen. Und da ich hier im Betrieb auch ein Bewerbungstraining absolviert habe, was mir sehr gut gefallen hat, habe ich mich dann entschlossen, zusammen mit Danny hier ein Projekt zu durchführen oder zu organisieren. Und zusammen mit Frau Helbing und Herr Sänger kamen wir dann auf die Idee, diese Märchenrallye zu organisieren, und die ist es dann auch geworden. Auf die Plätze, fertig, los! Tante, suchen mal! Augen zu. Das ist ein großes. Das ist ja cool, ein Puzzlespiel. Wie viele goldene Haare hat der Teufel? Das ist entweder, ich hole mir morgen, übermorgen ein Fass Wein vom König, oder ist es alle Kinder aus der Stadt, oder holt sich Rumpelstilzchen übermorgen der Königin ihr Kind? Nee? Er holt sich das Kind von der Königin. Das ist auch richtig. Weil ihr das so toll gemacht habt, dürft ihr alle jetzt noch mal eins nehmen von uns. Nee? Johanna? Also wir haben 4 Stationen gehabt. Die erste Station war in Süßigkeiten-Memory, wo quasi, also wie ein Memory, halt zwei gleiche Sachen versteckt waren. Und die Kinder mussten das halt unter Bechern suchen. Das zweite Spiel war beim Froschkönig, beim Brunnen. Und da mussten die Kinder 6 goldene Kugeln suchen, die der Froschkönig der Prinzessin dann wiedergeben konnte. Beim Eulenturm gab es dann die dritte Station, ein kleines Märchenkiss. Und bei der letzten und der vierten Station, wieder hier auf dem Markt, wurde ich von der bösen Hexe gefangen genommen, und die Kinder mussten ertasten, was für Dinge ich ihnen durch den Käfig gebe, und am Ende wurde die Hexe besiegt und alle Kinder waren glücklich und haben Preise bekommen.